Leute, heute werden wir was richtig Geiles machen, und zwar einen kosmischen Spiegel, so nenne ich den jetzt. Und wie ihr seht, haben wir hier so kleine Sterne und Planeten und sonst was, und ich male die davor mit goldenem Pigmentpulver an. Dafür braucht ihr einfach einen feinen Pinsel und goldenes Pigmentpulver, was aber wirklich gut ist, weil wenn man zum Beispiel das Billige von Amazon nimmt, es ist nicht so hoch pigmentiert und es wird nicht so stark decken. Ihr könnt die Sterne und Planeten natürlich auch im Nachhinein anmalen, aber ich glaube, das ist etwas anstrengender, als es einfach vorher vor dem Kunstharzgießen zu machen. In den Standfuß des Spiegels lege ich diese Sternbilder rein. Die bekommt ihr übrigens in meinem Etsy-Shop. Und ich habe mich ein bisschen umentschieden, so viele reinzutun, weil man hat nicht so viele davon, und direkt alles in ein Werk reinzuballern, das tut einfach im Herzen weh. Das ist die Ausbeute des Tages. Diese Farben werden wir heute benutzen. Und der eigentliche Grund, warum ich heute so einen dunklen, mystischen Spiegel mache, ist dieses Harz. Das ist das Harz von Resin for Deco. Und wie ihr seht, es ist einfach komplett orange geworden. Es ist nicht mal gelb, es ist einfach orange. Und dann dachte ich mir, wie kann ich dieses Harz retten, ohne das wegzuwerfen? Dann dachte ich mir, mache ich einfach was Dunkles oder was Schwarzes? Ja, als Basis gieße ich hier einfach nur klares Harz in die Form, und darauf werden wir dann einfach das Pigmentpulver drüber gießen. Also damit wir so einen Universe-Look haben, dass es alles einfach ineinander verschwimmt. Ein Grund übrigens für das Harz, also ich habe lange nachgedacht, und zwar ist ja nur der Härter so orange geworden, und das Harz stand sehr lange bei mir geöffnet im Zimmer. Deswegen habe ich die Theorie, dass wenn man das Harz öffnet, der Vergilbungsprozess beginnt. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Harz vergilbt, dann verbraucht das schnell. Also nicht länger als 2 Monate oder so. Ich meine, das stand bei mir im Schrank 1 Jahr. Ich würde euren Härter auch niemals im Sonnenlicht oder so stehen lassen. Tut es immer in einen verschlossenen Schrank, der dunkel ist. Weil der UV-Schutz, den manche Harze haben, der tritt erst ein, wenn man Harz und Härte vermischt. Das heißt, diese Farben, diese Flüssigkeiten sind alleine angreifbar. Wobei ich denke, dass dem Harz nichts passiert, aber der Härte auf jeden Fall. Das ist mir wirklich aufgefallen. Übrigens, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe sehr viele Anfängervideos und Frage-Beantwort-Videos auf meinem Kanal. Schaut gerne vorbei. Scrollt auch nach unten, weil die guten Sachen sind ganz unten. Und da seht ihr auch alles in Realtime, also wie ich Harz mische, wie ich die Farben mische. Und falls ihr dieses Hobby nachmachen wollt, ich habe eine Anfängerbox. Schreibt mir auch einfach auf Instagram oder schaut in meinem Etsy-Shop vorbei. Und ich habe auch eine sogenannte Amazon Storefront oder Amazon Warenkorb. Da habe ich alles aufgelistet, was man für dieses Hobby so bei Amazon kaufen kann. Alles ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt hier schon außen erkennen, wie sich die Farben zusammenziehen und sich das Kunstharz verändert. Am Ende gehen wir mit dem Bunsenbrenner drüber, machen die Bläschen weg und warten bis zum nächsten Tag. Diese Mini-Bläschen, die ihr da seht, hätte man wahrscheinlich vermeiden können, indem man zuerst Kunstharz reingießt und dann die Steinchen drüber kippt. Ich dachte erst, man muss den Spiegel reinkleben, aber der hält auch so, wenn ihr den einfach reindrückt. Und da muss man auch nur den Spiegel reindrücken in das Podest, wobei das nicht so fest ist. Ich würde das vielleicht dann festkleben oder einfach stehen lassen. Ich meine, man macht ja nicht viel mit dem Spiegel, ne? Und dann der beste Part, einfach diese Folie abziehen. Das war so geil. Und schon ist euer mystischer Spiegel fertig. Leider konnte ich den nicht so gut aufnehmen, weil man mich die ganze Zeit gesehen hat. Aber ich denke, man sieht die Vision. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich werde eine richtig süße Ecke für ihn finden. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß beim Nachmachen haben und besucht mich gerne auf Instagram oder TikTok. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu, mit